Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit Hawk und Grodagrim und mir, eurem Dr. Wolfsherz. Jetzt dürfen alle Hallo sagen. Hallo! Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen Space Engineers und zwar in der dritten Staffel. Jetzt sind wir zu dritt und auch wenn der Hawk gerade noch seine morgendliche Frühgymnastik macht, denke ich, ist er gleich immer noch fit genug, um uns hier die ersten Schritte mal zu erklären. Denn wir starten diesmal auf einem Planeten und nicht im Weltraum wie in der letzten, in der ersten Staffel. Und wir sind allerdings auch nicht mehr im alten Safe Game, denn wir haben uns jetzt entschieden, komplett neu anzufangen. Das alte Safe Game war eh hinüber. Habt da, denke ich, alle auch am Ende der zweiten Staffel gesehen. Und hier ist schon mal ein Startgebäude gebaut. Das ist für uns, damit wir eine kleine Basis haben, da ist so das Allerüberlebensnotwendigste drin für uns, damit wir entsprechend ja, hier starten können. Sprich Montageanlage, Raffinerie, da sind ein paar Kryokammern drin, damit wir unser Inventar nicht verlieren, eine Krankenstation und natürlich ein Reaktor, der das Ganze antreibt mit ein bisschen Uran. So, aber jetzt habe ich auch genug gesabbelt. Jetzt kann der Hawk oder der Groda mal erzählen, was wir eigentlich vorhaben. Ich habe keine Ahnung, das muss der Hawk machen. Ja, dann. Ja, weil du der El Capitan bist. Du bist hier der Pro-Gamer. Ich bin ja kein El Capitan. Du bist Pro-Gamer, du bist in der Laie. Ja, Ressourcen sammeln. Ressourcen, wir brauchen... Ja, wofür denn? Was wollen wir denn überhaupt machen? Außerdem wird es gerade dunkel. Ja. Achso, unser Plan, was ja jetzt. Wenn es dunkel ist, gehe ich ins Bett. Dann schlaf gut. Ach, hier ist mal eine Kryokammer. Da hinten ist mal eine Kryokammer. Tschüss. Genau. Die Kryokammern werden mir nicht angezeigt. Wie? Die werden dir nicht angezeigt. Also hier sind drei Stück. Ich sehe alle drei. Ich auch. Ernsthaft? Ernsthaft? Die Leute sind der Doc ist verpackt. Naja, ich hab's ja doch gerade auch noch gesehen. Ich ja auch an. Tschüss. Ich flieg mal kurz raus. Und wieder rein. Und die Kryokammern sind immer noch weg. Yay! Ja, super. Fängt gut an. Geil. Ja, also. Die sind weg für mich. Ich erzähl jetzt einfach mal, was unser Plan ist. Und zwar hatten wir jetzt vor, hier eine kleine Basis aufzubauen. Also klein, was ist klein? Ja, groß, mittelgroß, wie auch immer. Basis halt. Und unser Plan ist es, in die Umlaufbahn des Planeten zu kommen, also sprich erstmal ins All, und dort eine Space Station bauen. Was? Eine Orbitstation meinst du? Ja, eine Orbitstation. Ich bin gerade, was machst du da, Doc? Eine Space Station. Ich guck nur, ob ich irgendwie die Kryokammern wieder, naja, okay, die sind weg für mich. Erzähl weiter, wir bauen eine Space Station. Ja, das war ich der dachte Plan. Eine Orbitstation. Ja, Orbitstation ist das vielleicht. Auch der Weltraum, auch der Orbit ist. Ja, hallo? Erstmal in der Körpermitte durchgeflext. Kann man machen. Oh, lass mich in Ruhe. Hui! Ja, okay. Also wir brauchen Ressourcen. Genau, wir brauchen Ressourcen. An bestimmten Flecken hier an der Oberfläche bzw. im Untergrund des Planeten. Und die müssen wir suchen. Genau. Genau, also Suchscheinwerfer aktiviert. Also, wir teilen uns am besten auf. Also der Hawk sucht, ich fliege hinterher und baue ab. Juhu. Alles klar. Ja, wir bauen natürlich zu dritt ab. Du markierst über... Halt, warte, habt ihr eure Flaschen geladen? Hat jeder eine Flasche dabei? Geladen. Nein, geladen. Wäre schön, wenn ihr meine Fehler nicht noch explizit in den Vordergrund holt. Ich hab nichts geladen. Ich lade dir gleich eine. Geladen. Hast du, wo sind die Kryokammern? Verdammte Axt. Hast du denn eine Sauerstoffflasche? Nein, habe ich nicht. Hydrogen, nicht Sauerstoff. Ja, eine Hydrogenflasche meine ich. Guck deswegen, mal. Deswegen sag ich ja, wo kriege ich. Dann nimm dir die hier raus, weil wir haben eine hier noch deponiert gehabt. Oh, du hast ein Lager. Oder was ist das? Da sind keine mehr drin wahrscheinlich. Ja, tut mir leid, da fehlt jetzt eine Hydrokammer. Ach, verdammte Axt, ja, pass auf. Dann gehe ich mal kurz in den Space Master Modus. Das machen wir jetzt alles vor der Kamera hier. Oh, und ich erstelle dir mal eben die... Ja, wir haben sie noch nicht, wir können sie nicht bauen. Deswegen haben wir ja gesagt, dass jeder eine am Anfang bekommt. Aber aus irgendeinem Grund hast du sie jetzt nicht. So, wie heißt das Ding nochmal? Kryokammer. Hydrogenbottle. So. Achso, ach, die Flasche. Ja. Kryokammer. Hydrogenbottle. Dass ihr alle Bescheid, was ihr alle so braucht. So, pass auf, die ist jetzt hier drin. Nimm sie dir raus. Damit du ein bisschen länger rumfliegen kannst. Und immer schön wieder reinlegen zum Aufladen, aber das kennt er ja. Oh, so.
Es ist dunkel, oh, finden wir gerade überhaupt Ressourcen. Ins Lager reinlegen? Oder? Ja, das ist ein Sauerstoffgenerator. Das ist kein Lager, das ist ein Sauerstoffgenerator, der ein Lager hat. Ach so, okay. Ja, ich bin noch neu, ich hab doch keine Ahnung. Hawk, hast du schon... Ist das deiner? Silikon-Magnesium? Wunderbar. Dann würde ich den schon mal... Da müsst ihr noch Uran hinterschreiben. Ich hab das nochmal umgeändert. Ich hab da hinten ein grünes Symbol, also ein grünes Signal. Ja. Unknown Signal. Was ist das? Da sind so Satelliten und so ein Kram sind das so Zufallsdinger. Pass auf, das ist ein neues Feature eigentlich, da können wir kurz mal drauf eingehen, dann weiß das auch jeder. Und zwar landen jetzt in zufälligen Abständen so kleine Sonden auf Planetenoberflächen. Diese Sonden kann man dann bergen und da ist dann irgendwas drin. Ja, Material halt, ne? Ja, Material, manchmal auch Skins, denn auch das ist ein neues Feature. Es gibt ja jetzt diese neuen Anzugsskins und ich habe hier dieses Goldskin einfach mal aktiv, das sieht man bei Tag natürlich ein bisschen besser. Und ja, die kann man auch teilweise in diesen Kisten finden. So. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, also sind die dann so wie Blueprints oder was? Die sind so wie Blueprints. Ja. Aha, okay. Was war hinter dem Silikon und Magnesium noch? Eisen? Uran. Uran. Hatte ich schon hintergeschrieben. Ah nee, das mache ich aber nur für mich selber, ne? Genau, das machst du für dich selber. Okay, dann passt auf. Ich grab mal, wo ist denn das Uran? Ich sehe nur. Hat anzeigen lassen noch. Muss ich das irgendwie speichern oder was? In Zwischenablage kopieren? Nee, du musst das nur umändern, fertig. Das speichert automatisch bei dir dann. Du musst das nur auf hat anzeigen lassen. Anklicken, diesen Häkchen ist das da unten. Boah, das Uran ist aber tief. Ach da. Ja, also einige Mineralien sind echt, da musst du einige Meter runterbohren. Ich hab's auch gerade kurz gesehen, jetzt ist schon wieder weg. Silikon, es scheint ein sehr kleines Fleckchen nur zu sein. Da, Uran. 42 Meter. Ah, ich kann noch ein bisschen, so, näher ran komme ich nicht. 36 Meter. Ich würde mal sagen, ich grab mal zum Uran, damit auf jeden Fall Energieversorgung schon mal sichergestellt ist. Ja, das ist gut. Guter Plan. Wir haben zwar ein bisschen was in den Generator gepackt, aber naja, das wird nicht ewig halten. Ach, schaut mal, hier ist schon was. Da kann man sehen, wie Erze im Gestein aussehen. Das ist jetzt so eine Ablagerung. Was ist? Ist was passiert? Ich bin zu schnell gelandet. Übersetzt, du hast dich umgebracht. So könnte man das auch nennen. Jetzt liegt mein Kram da hinten rum, oder was? Ja. Toll. Den musst du einsammeln, ja. So, und das ist jetzt das... auch angezeigt. Ach, das ist auch Silizium. Ich dachte, das ist schwarz. Wieso ist das jetzt? Ich dachte, dass die schwarzen Uran sind. Ach, das ist jetzt Magnesium. Hä? Sieht das alles gleich aus? Nein, Magnesium ist blau. Das sind alles Steine, alles klar. Ja, pass auf, ich habe hier gerade gegraben. Und jetzt habe ich hier Siliziumerz. Und das ist so schwarz-grau. Ja, das ist Silizium, ja. Und pechschwarz ist Uran. Okay, dann ist das hier noch gar nicht das Uran, aber dann baue ich davon auch schon mal ein bisschen was ab. Können wir auch gebrauchen. Wir brauchen ja eh alles. Mädels, ich bin zwar jetzt an meiner Position, ne, hier vom Körper und so, aber da ist kein Körper. Aber da ist kein Körper. Nee, der Körper also, verschwindet nach einer Zeit. Du musst dann nach einer Tasche. Du musst dann nach einer Tasche gucken. Und jetzt pass auf, das Wichtigste kommt jetzt. Wenn du aufprallst, die Tasche kann ganz schön weit fliegen. Ja. Ja, das ist leider so. Ja, so, das aber ist wie jetzt. Soll ich das dann finden? Ja, die kann halt irgendwo jetzt sein, ne? Das ist das Problem. Da kann man nur sagen, Go-Go Gadgetto Suchscheinwerfer. Go-Go Gadgetto. Ja, ich will es mal so ausdrücken. Ist weg, ne? Ist weg, dann ist die halt weg. Dann hast du Pech. Dann halt mal doof gelaufen, würde ich sagen. Ja, pass auf, ich würde sagen, von den Hydrogenflaschen würden... Also keine Bottle mehr für mich. Ja, nee, das... keine Bottle. Nee, genau deswegen wollte ich das... So, jetzt habe ich Uranerz. Hier, 26, wow. Ich würde sagen, von den Flaschen machen wir uns noch ein paar. Da hat der Zuschauer sicher auch nichts gegen, wenn wir uns da mit einem kleinen Vorrat eindecken, denn wir können sie momentan noch nicht herstellen. Wenn wir dafür alle Materialien haben, würden wir das sein lassen. Aber bis so diese Anfangsphase gerade, da würde ich mal vielleicht ein Auge zudrücken wollen, weil wir haben uns ja den Start hier quasi selbst ein bisschen schwer gemacht. Man kann ja auch diesen Easy Start wählen. Oh, mein Inventar ist schon voll, toll. Wo bin ich? Ah! Also, wir können uns... Läuft bei dir. Läuft, genau. Wir können uns...
Was wollte ich eigentlich sagen? Weiß ich nicht, die Flaschen. Ja, so geht Flaschen. Genau, wir cheaten uns noch ein paar Flaschen. So. Bei den GPS-Daten, die ich jetzt mache hier mit Mineralien, ne? Ja. Wenn ihr beim Buddeln noch mehr entdeckt, dann bitte nachtragen und bitte Bescheid sagen, welche Koordinaten das waren. Oder, ja, das wäre natürlich besser. Na klar, hast du sonst noch irgendwie Wünsche oder so? Sollen wir dir vielleicht noch eine Pizza ordern? Ich habe hier einen Tunnel gegraben und ich habe nichts. Finde ich gut. Ich habe einen Tunnel gegraben, weil ich halt Zeug suchen wollte, weißt du, so bei den dunklen Stellen und so. Ja. Weißt du? Habe ich runtergebuddelt. Ja, jetzt habe ich da einen Tunnel. Oh, ich habe Eisen gefunden. Leute, ich habe Eisen gefunden. Ja, gut. Markiert. Ich habe Eisen gefunden. Boah, es hat weit weg. Oh, Eisen ist super. Dann können wir nämlich die ersten Stahlplatten auch machen. Ich habe ein Problem. Ich kriege das. Ach, das Uranerz muss ja erstmal umgewandelt werden. Ich bin ja ein Experte wieder. Müssen wir in der Raffinerie machen. So, da kommt jetzt das ganze Zeug rein. Und das wird jetzt umgewandelt in Uranbarren. Und das wird nicht viel sein. Achso, ja, vielleicht sollte ich alles rüberschieben. Dann ist es schon ein bisschen mehr. So, ein bisschen Silizium und Stein können wir nichts mit anfangen. Wir haben allerdings eine Mod aktiv, mit der wir Stein einschmelzen können. Und so werden dann mit dieser Maschine, wird aus dem Stein auch das kleinste Mineral noch rausgelutscht, sag ich jetzt mal. Und dann gewinnt man da auch ein bisschen was von Stein, aber nicht viel. So, okay, also Uran läuft. Die Raffinerie ist dann jetzt schon mal gut beschäftigt. Ich sehe die Kryokammer nicht. Ich bin gelinde gesagt angeschissen. Aber ich kann einsteigen. Ich sehe nur nichts. Tja. Merkwürdig. Aber so kennen wir ja unser Space Engineers. Wäre komisch, wenn alles vernünftig funktionieren würde. Ja. Ich kenn's nicht. Ja, lernst du jetzt noch kennen. Was wird denn eigentlich aus Stein? Kies. Wo packe ich denn den Stein jetzt hin? Brauchen wir Kies eigentlich irgendwo für? Ich glaube, ich habe einen GPS-Signal von mir umgeschrieben. Shit. Wie konntest du nur? Ja. Und zwar, pass auf, guck mal bitte eben bei euren GPS-Signalen, bei dem mit dem Gold. Da müsste eins mit Gold sein, richtig? Warte, ich schaue. Ich habe nur zwei. Ich habe nur das erste, was du gemacht hast, und Silikon, das zweite. Sonst habe ich noch keine. Die anderen hast du wahrscheinlich noch nicht eingefügt. In die. Ist egal, du kannst die alle auswählen nochmal. Du kannst ja. Share die doch einfach nochmal. Wir können die auch löschen und dann kopierst du deine einfach nochmal in Zwischenablage und machst sie dann in den Text und dann haben wir sie ja. Dann haben wir sie auch so, wie du sie hast, verstehst du? Also ich habe nur Silber, Silikon, Magnesium und Silikon. Silber? Silber. Ja, Silber, Silikon. Silikon, Magnesium, Silikon, Magnesium und Silikon, ja genau. Ich hab nur Silikon, Magnesium, Uran und Silikon. Ja, warte. Hast du die einen selbst erstellt, Thorsten, oder? Was? Nein, ich habe mir keinen erstellt. Wieso habe ich denn dann den mit Silber nicht? Ja. Super. Ja, ich share es halt nochmal. Genau, share doch nochmal alle, bis auf den ersten vielleicht, den habe ich. Dann löscht gleich mal bitte nochmal eben alle. Okay, pass auf, ich lösche alle jetzt, ich habe alle gelöscht. Dann share die nochmal neu. Magnesium. Wann war der jetzt hier? So, zack, so, jetzt habe ich den. Jetzt muss ich kurz eben einen Punkt nochmal nachgucken, weil da war irgendwo eins mit Gold, den habe ich jetzt auch sehen umgeschrieben, glaube ich. Warte, ich bin sofort da. Witzig. Ich krieg die nicht angezeigt. Ja, ich habe noch nichts geshared, warte. Alles klar. Ja, nur komischerweise, ich sehe die GPS-Koordinaten, die du vorhin geschickt hast. Die sehe ich in der Global Chat History. Ja gut, dann hat er die vielleicht aber nicht übernommen, aber ich weiß es nicht. Aber er hat sie nicht in mein System übernommen, genau. Das ist natürlich... Ich glaube, der hier war das mit dem Gold. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich wieder... Hast du schon einen geshared? Nee, ne? Nee, noch nicht. Ich muss eben den einen hier unten noch umschreiben. Dann schreib du mal um. Ich schau mal eben, was wir als erstes brauchen hier. Assembler. Produktion. Eisen auf jeden Fall. Eisenbarren ist auf jeden Fall das Wichtigste momentan. Ich habe Eisen gefunden. Das ist sehr gut. Habe ich übrigens erwähnt, dass ich Eisen bin. Wir sind total erstaunt, ja. Ich bin total stolz auf mich, dass ich Eisen gefunden habe. Der hier war das so. Da war Gold drin und noch irgendwas anderes, aber ich schreibe das einfach nochmal, ich lasse einfach nochmal Gold drin. So, jetzt share ich die alle.
So, das ist Gold. Also teilst du sie alle? Ja, ja. Okay. Das ist Gold. Ihr habt da eure alle gelöscht, ja? Ich habe alle. Ich gucke jetzt erstmal, ob die alle ankommen. Also das Gold ist angekommen, ja? Ich habe noch nicht alle. Warte, löschen. Kannst alle löschen, ist auch Gold. Ja, Gold habe ich jetzt drin stehen. Gold ist jetzt zwar, weil wir zwar eben grau oder so. Ja, ja, den lassen wir drin. Die anderen. Wenn du den auf Hut anzeigst, dann wird er blau. Dann, nur dann kannst du ihn auch sehen. Alles klar, habe ich verstanden. So, hat er? Mhm. Hat er. Gold haben wir. So. Silber, jawohl. Jetzt kommt Platin. Nee, das wäre schön. Platin ist nicht sehr rar. Silikon ist falsch, ja. Das heißt Silizium. Ich schreibe jetzt die deutschen Dings hin, ne? Also ja, dann ist es Silizium. Ja, Silizium steht aber Silikon. Ja, das ist, okay, pass auf. Ist okay, es ist falsch übersetzt. Es müsste Silizium sein. Ach ja, stimmt, das war Silizium. Ja, ja. Ich habe jetzt das übernommen, was da jetzt steht. Doch, was habt ihr jetzt als letztes gekriegt? Silikon nur, ne? Ja. Okay, dann kommt der jetzt. Verschwinden eigentlich die Ressourcen, die man abbaut? Ja, natürlich. Toll. Ich dachte, das bleibt die ganze Zeit hier dann fein liegen. Nee, ja, das ist. Dauert eine Zeit lang, bis sie verschwinden, ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass die sofort verschwinden. Ja, ich habe jetzt aber hier schon noch eigentlich abgebaut, habe gedacht, ja, kann ich ja nachher alles einsammeln, wenn er kommt. Ja, doch, das geht. Also, die liegen eine ganze Weile da. Also, ist jetzt nicht so, dass die jetzt in ein paar Sekunden wieder weg sind. So, jetzt müsst ihr da fünf Stück müsst ihr, glaube ich, haben, ne? Fünf Stück habe ich jetzt. Gold, Silber, Silizium, dann Silizium, Magnesium, Uran zweimal. Ja, ja. Okay, ja. Wunderbar. Das ist super. So, dann gehe ich zurück und hole mehr von dem Material. So, GPS-Signal. Neue von aktueller Position. Krona gemeint. Den muss ich jetzt erstmal umbenennen, richtig? Ja. So ist es. In Eisen. So, und jetzt muss ich den in Zwischenablage kopieren, oder wie heißt das? Genau, Zwischenablage kopieren. Dann einfach ja. Enter drücken gleich und in den Chat rein kopieren, also mit STRGV. Wie kriege ich den Chat denn auf? Enter. Genau. Und jetzt müssen wir den eigentlich schon haben. Eisen, ja. Achso, du hast einen Punkt hinter gemacht, ne? Brauchst keinen Punkt hinter setzen. Ich weiß nicht, ob ich da einen Punkt hinter gemacht habe, kann wohl sein. Du hast den Eisenspot geshared, das ist gut, weil nach dem Uran würde ich sofort Eisen abbauen gehen. Ja, ich hab auch direkt, musst du einfach nur direkt in das Loch gehen. Super. Da ist ein Loch. Fahrstuhl fährt runter ins Loch. Ist denn die Base überhaupt? Ja, ein Bookmark für die Base wäre vielleicht noch nicht schlecht, weil wir haben keine Antenne drauf. Ja. Super. Ey, wo muss ich denn jetzt hin, ey? Pass auf, fliege einfach Richtung Base. Ich muss eh zurück zu Base, ich mach ja mal so ein Ding. Ja, ohne Hydrogenpulle und so, klar. Ja, da muss schon. Kannst auch laufen. Kannst auch laufen. Ich glaube, das ist die Richtung. Oh, ich mach jetzt einen Bookmark an, Dings. Hier ist wieder. Ups. Und nein, ich bin extra lange geflogen. Oh, Kacke. Ich stelle mir echt so einen Albatros vor, der nicht fliegt. Ja, wohl fliegen können die gut, aber die sind am Boden, sind die total schlecht. Achso, bei den Basis, ne, als Tipp, mache ich zumindest immer, wenn ihr den GPS mal öffnet in den GPS-Signalen und da könnt ihr auf Always Visible machen, dann seht ihr den immer. Ach, ehrlich? Basis, ja. Ja, ich habe alle visible. Also auf Hut. Ach, always visible. Ah. Dann siehst du den nämlich immer, weißt du? Sehr gut. Du weißt nämlich immer direkt, bevor du jeden Punkt hier mal absuchen musst. Ja, ist sehr gut. Du kannst es natürlich aber auch mit H, kannst du die Option ändern, wenn ihr mal H drückt. H? Ja. Ach so, ja, genau. Das ist die Anzeige der. Ja, ja, du hast recht. So, ich glaube, ich bin fast voll. Ein bisschen geht noch. Oder, wieso machst du denn jetzt noch eins? Wieso? War schon eins? Ja. Das habe ich nicht gekriegt. Oh. Ja gut, dann lösche ich halt eins. Mm-mm. Oh. Entschuldigen Sie bitte. So, wo haben wir es denn jetzt, das Doppelte? Oh, der Sauerstoffgenerator links, ne? Basis löschen, okay. So, wie komme ich hier wieder raus? Wo bin ich überhaupt? Ich hätte gerne noch so eine neue Pulle, weil meine Pulle ist verloren gegangen. Ja,
Ich komme mal eben aus dem Loch hier raus und ich werde nochmal eben, ja, ich sag mal, ja, 5-6 Pullen cheat ich uns nochmal eben. Mach mal für mich ein paar mehr, weil ich sterbe, glaube ich, noch ein paar. Nee, muss ein bisschen aufpassen. Nicht zu viel cheaten. Weil ich finde die wieder. Vielleicht, wenn du stirbst, nicht ganz so doll aufschlagen. Dann fliegen die auch nicht so weit. Ah, guck mal hier. Ne? Tobi macht schon Flaschchen. Wie viele? Ja, pass auf, ich glaube, die wiegen ja auch ein bisschen was, obwohl 30 Kilo, die wiegen so gut wie nix. Noch mal 3 Stück für jeden einen Elbe-Satz. Genau. Wieso kann ich die nicht aufnehmen? Ach ja, mein Inventar ist ja voll. Ich hab schon. Also so, jeder darf einmal sterben. Wo muss ich die eigentlich reinschmeißen? Sauerstofftank oder wo muss ich? Ja, einfach einen Sauerstofftank einmal reinwerfen, dann füllt er die auf. Dann kannst du die wieder rausnehmen. So, jetzt sollten wir, wie gesagt, mal gucken, dass wir Eisen holen. Okay. Ja, ich hatte ja eigentlich, ich war ja schon auf dem Rückweg mit Eisen, aber. Ja. Ich helfe mal mit beim. Oder warte mal, ne, ich hol mal Nickel. Nickel, da hatte ich auch irgendwo gehabt. Wo war das denn dein? Hol mal Nickel. Das ist aber ernsthaft da, das Eisen in 2,5 Kilometer Entfernung. Hättest du nichts finden können, was ein bisschen näher ist. Ja. Wobei, das ist alles so weit weg eigentlich, ne? Wahnsinn. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Ich wollte gerade sagen, alles andere ist auch weit weg. Beim nächsten Mal sage ich dir einfach nicht, wenn ich Eisen gefunden habe. Ja. Kannst du gerne für dich behalten. Aber dann kommen wir nicht weit. Such dir dein eigenes Eisen. Kannst du dann ein Claim abstecken. Ja. So. Ehrlich. Ist das Eisen genau an der Stelle, wo du... Ah, du bist ja auch schon hier. Hallo. Ah, hier sind ja sogar schon Löcher. Boah, super. Ich sehe schon das rötlich-braune Erz. Sehr schön. So. Oh, du hast ja hier schon ordentlich. Wunderbar. So, gib alles her. Ja, oh, gib mir das Eisen. Oh, ich wenn ich da was zu sagen darf. Ein schlechter Film. Hallo, ey, da, also für die Fantasie kann jetzt aber wieder nichts. Oh, nee, bitte nicht. Alarm. Mach's nicht. Boah, gut. Wenn du beim Bohren übrigens F gedrückt hältst, dann sammelst du das Erz in der Regel. Inklusive Steine auf. Ja, inklusive Steine, das stimmt, ja. Ja, die kannst du ja wieder rausschmeißen. Die kannst du aber wieder rausschmeißen. Ja. So, und ich habe hier jetzt auch nur ganz klein bisschen. Ja, ich bin schon wieder voll. Sehr schön. Dann würde ich sagen, zurück zur Base. Die jetzt da hinten ist. Egal. Mein Gott, was für eine Entfernung. Also ich finde schon, dass das Erz, das man abbaut, echt schnell verschwindet. Es geht eigentlich. Ich finde es eigentlich. Ich finde es okay, dass es ein bisschen aufgeräumt wird vom Spiel, weil sonst hast du hinterher überall alles voll liegen. Nicht, deswegen. Das ist aber ein übelst anzulegen dann irgendwann. Ja, das ist schon klar, aber so. Ich hätte jetzt gedacht, es bleibt doch ein bisschen länger liegen. So, dann würde ich sagen, ziehen wir Eisen jetzt mal nach vorne. Uran an zweiter Stelle. Also ich muss sagen, grafisch ist das Spiel so geil geworden. Oh ja. Also da hat sich richtig was getan. Also oh ja, da hat sich... Die Verbesserungen sind deutlich sichtbar. Auch die Kryokammern, die sehen jetzt aus, als wären sie gar nicht da. Total klasse. Das ist die Invisible-Mod. Ja. Ich sage es dir. Nee, aber wenn man mal so guckt, die Details jetzt hier, die Oberflächen, erstmal sind natürlich viel mehr Polygone verwendet worden. Die Modelle sind insgesamt detailgetreuer. Kratzer überall dran und so. Das sieht total super aus. So, einmal die Flasche aufladen. Und dann sind wir, würde ich sagen, für die erste Folge auch schon am Ende angekommen. Wir haben die ersten Ressourcen gefunden. Wir haben euch die Base gezeigt. Wir haben euch gesagt, was wir vorhaben werden. Und wir freuen uns mit euch gemeinsam auf viele weitere Videos Space Engineers. Und ja, sind einfach mal gespannt, wie wir uns hier dann entwickeln. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.